PowerPoint-Folien lassen sich nicht nur am Bildschirm anzeigen, man kann auch Folien ausdrucken. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Drucken von PowerPoint-Folien. Ja, was kann man mit so einer fertigen Präsentation noch alles machen? Dazu schauen wir mal in den Hintergrundbereich von PowerPoint. Den finden wir unter Datei. Und hier sehen wir, wie in fast jedem Microsoft-Produkt wie Word und Excel, hier finden wir auch Drucken, Speichern, Senden und wir schauen uns erstmal Drucken genauer an. Wenn ich jetzt auf Drucken klicken würde, würden diese Folien auf DIN A4 rauskommen, jede Folie einzeln. Man kann aber auch etwas Papier- und tonersparend arbeiten, indem ich hier umschalte von ganzseitigen Folien auf zum Beispiel vier Folien. Hier sind dann vier Folien auf einer Seite dargestellt. Ich kann aber auch das einstellen, sechs Folien auf einer Seite bis zu neun Folien auf einer Seite. Hier gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel drei Folien. Was hier ganz praktisch ist, ist, dass rechts Linien auftauchen, wo der Zuhörer die Möglichkeit hat, hier zum Beispiel noch handschriftliche Notizen zu machen während des Vortrags oder als Vorbereitung für den Vortrag kann ich selbst noch hergehen und handschriftliche Notizen machen. Allerdings habe ich hier auch die Möglichkeit zu sagen, die Notizansicht, wir haben hier damals bei den Tulpen eine Notiz geschrieben und hier unten in diesem Bereich würden dann diese Notizen auftauchen. Ja, was ist noch möglich? Wir wechseln zu Speichern und Senden. Ich kann zum Beispiel aus dieser Präsentation ein PDF erstellen. Das brauche ich nicht. Oder ich mache dazu einen